Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie. Die Linke braucht einen neuen Aufbruch. Sie muss den nächsten Schritt gehen, um als demokratische, sozialistische Partei in der großen Politik und im Lebensalltag dauerhaft anzukommen. Bei allen aktuellen Problemen, unsere 2007 gegründete Partei hat vielfach die Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland durcheinandergebracht. Wichtige Debatten wie die um Mindestlöhne, um Rentengerechtigkeit, um Auslandseinsätze der Bundeswehr oder um die Regulierung der Finanzmärkte gäbe es ohne Die Linke so nicht. Dafür haben wir viel Zuspruch erfahren. Vor allen Dingen bei den Bundestagswahlen 2009, wo wir 12% der Stimmen erreicht haben. Aber auch bei Kommunal- und bei Landtagswahlen, unter anderem im Mai 2010 mit dem Einzug in den Nordrhein-Westfälischen Landtag. Seither ist unser Vorankommen ins Stocken geraten. Ausgerechnet in der Finanzkrise, die immer mehr zu einer Krise von Demokratie und gesellschaftlichem Zusammenhalt wird, hat Die Linke zwar viel zu sagen, findet aber wenig Gehör und Zustimmung. Dafür hat sich die Kapitalismuskritik bis in die großen Medien ausgebreitet und andere Parteien haben viele unserer Vorschläge übernommen. In diesem Jahr, in dem sogenannten Superwahljahr 2011, haben wir viele unserer Wahlziele nicht erreicht, weil zudem die Mitgliederzahl rückläufig war, ging Einfluss zurück in den Kommunen, in den Ländern und im Bund, in Vereinen, Initiativen, in der Öffentlichkeit. Gründe dafür gibt es sicherlich viele. Vor allem aus eigenen Fehlern, die wir gemacht haben, können wir lernen. Wir sind, das ist der Hauptgrund, der Grundorientierung unseres Rostocker Parteitags nicht gefolgt. Wir haben hier nicht Kurs gehalten. Für einen Politikwechsel Die Linke stärken, war unser damaliges Arbeitsprogramm überschrieben. Die nächsten Schritte zu einer stabilen und erfolgreichen Partei waren auf die Agenda gesetzt. Das haben wir nicht ernst genommen. Viel Kernarbeit, die nicht medienwirksam ist, ist liegen geblieben. Wir können das ändern, wir sollten das ändern. Das auf dem Erfurter Parteitag unlängst beschlossene neue Parteiprogramm gibt eine Grundlage für die Zusammenarbeit in der Partei. Ich bin sicher, dass das Programm beim Mitgliederentscheid eine breite Zustimmung erfährt. Dafür werbe ich und sage zugleich, das Programm ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Nun wird das Programm auf seine Politikfähigkeit getestet. Wir sagen, was wir wollen. Wenn wir allerdings nicht glaubwürdig zeigen, wie wir unsere Ziele erreichen können, werden uns nur wenige auf dem Weg der Veränderung folgen. Jetzt muss die politische Strategie für die nächsten Jahre entwickelt werden, auch mit Blick auf die Bundestagswahl 2013. Der Parteiaufbau muss beschleunigt werden. Es sind Personalentscheidungen zu treffen. Das Wort der Mitglieder muss erheblich mehr Gewicht erhalten und zugleich muss die Partei zielstrebiger geführt werden. Ich unterstütze den Vorschlag, den auch Klaus Ernst gemacht hat, zur Wahl der Vorsitzenden der Partei Die Linke 2012 einen Mitgliederentscheid durchzuführen. In der Frage des Vorsitzes sollten die Mitglieder dieses Mal direkt mitreden können. Sie müssen tatsächlich die Wahl haben. Das umso mehr, als jüngst so manche Personalentscheidung in Hinterzimmern getroffen wurde und für die Mitglieder schwer nachvollziehbar war. Wer an der Spitze der Partei steht, braucht starken Rückenhalt. Ein Mitgliederentscheid sollte deshalb meines Erachtens jetzt auf den Weg gebracht werden. Personaldebatten, die von politischer Sacharbeit abhalten, können nicht per Beschluss beendet werden, sondern nur dadurch, dass sie mit konkreten Kandidaturen für konkrete Ämter verbunden und in überschaubaren Zeiten entschieden werden. Ein Mitgliederentscheid zum Parteivorsitz bis Ostern 2012
wäre zudem damit verbunden, dass weder die heiße Phase des Landtagswahlkampfs 2012 in Schleswig-Holstein noch die Vorbereitung des Bundesparteitages, die unmittelbare Vorbereitung des Bundesparteitags von Personalfragen dominiert würden. Mit dem Votum der Mitgliedschaft hätten die dann selbstverständlich durch einen Parteitag zu wählenden Vorsitzenden eine starke Autorität, wenn sie die Linke in den erforderlichen Aufbruch führen. Kommt es zu einem Mitgliederentscheid, werde ich für das Amt des Parteivorsitzenden kandidieren. Ich gehe davon aus, dass auch andere Genossinnen und Genossen kandidieren werden, und ich freue mich auf einen engagierten und fairen Wettstreit. Ich will mit einer Vorsitzenden gemeinsam und mit anderen die Linke wieder auf die Erfolgsspur führen. Der Erfolg einer Partei misst sich an Wahlergebnissen, an Mitgliederzahlen und an dem, was wir für Wählerinnen und Wähler mit ihnen gemeinsam durchsetzen können. Aus meiner Sicht kommt es in der Entwicklung der Linken jetzt auf drei Dinge an. Erstens muss die Linke den Weg klar beschreiben und konsequent gehen. Antikapitalismus allein reicht nicht, denn gerade in unsicheren Zeiten wollen die Menschen wissen, wohin die Reise mit einer Partei geht. Und Druck auf die SPD ausüben zu wollen, damit sie wieder an ihre alten Tugenden erinnert wird, das ist keine Basis für dauerhaften Erfolg. Wir brauchen mehr als eine bessere Sozialdemokratie. Will die Partei dauerhaft Erfolg haben, muss sie auch weiter eigenständige politische Positionen entlang der Interessen und Erwartungen der Wählerschaft erarbeiten und vertreten. Dafür gibt es Parteien, und gute Inhalte kann die Linke gar nicht genug haben. Professor Dieter Klein hat dieser Tage beim Nachdenken über eine zeitgemäße Erzählung der Linken dafür Anstöße gegeben und ein Viereck für ein emanzipatorisches Gesellschaftsprojekt genannt. Und das ist mir sehr, sehr nah. Er nennt da erstens die Umverteilung von Lebenschancen und Macht, zweitens den sozialökologischen Umbau, drittens partizipative Erneuerung der Demokratie und viertens internationale Kooperation, Solidarität und Sicherheit. Die Linke muss ihren Weg gehen, selbstbestimmt. Zugleich muss die Partei lernfähig und in der Lage sein, anderen die Hand zu reichen, die eigenen Mitglieder eingeschlossen. Wir wollen schließlich die Gesellschaft verändern und nicht nur Recht behalten. Relevante politische Veränderungen der Gesellschaft bekommen wir nicht allein hin. Zur Bundestagswahl 2013 muss die Linke mit ihrer Politik präsent sein, eigenständig und bündnisfähig zugleich. Mittendrin statt allein gegen alle. Zweitens bin ich dafür, dass die gesamte Partei wieder ein politisches Ziel, für das sie mit gesellschaftlichen Mehrheiten erfolgreich kämpfen kann, kampagnenmäßig in Angriff nimmt. Unsere über viele Jahre geführte Mindestlohnkampagne zeigt, wie das gehen kann. Jetzt könnte die Linke die Wiedergewinnung des Öffentlichen auf die Tagesordnung setzen. Dabei geht es vor allen Dingen um öffentliches und demokratisch kontrolliertes Eigentum in der Daseinsvorsorge, in der Infrastruktur und im Finanzwesen. Es geht um ein gut ausgestattetes Gemeinwesen. Die Armut öffentlicher Kassen und wachsender privater Reichtum, das können wir uns nicht länger leisten, das sage ich auch als Haushaltspolitiker. Damit das demokratische Geflecht von Politik und großem Geld an Einfluss verliert, plädiere ich zudem dafür, dass die Linke parlamentarisch und auch außerparlamentarisch für ein Verbot von Spenden an Unternehmen und Wirtschaftsverbänden an Parteien sich einsetzt. Das sollte ebenso Großspenden von Privatpersonen betreffen. Das ist eine grundsätzliche Frage demokratisch verfasster Gesellschaft und keine Kleinigkeit. Es darf nicht sein, dass politische Parteien am Tropf von Banken und Konzernen hängen und dass sie gar am Ende von ihnen erpressbar sind. Dass es anders geht, beweist im Übrigen die Linke seit einigen Jahren. Drittens werde ich mich dafür einsetzen, dass die Linke eine moderne, wirksam organisierte
und wirkungsvoll arbeitende Partei ist, in der die Mitglieder das Sagen haben. Ich will eine starke Mitgliederpartei. Das ist mehr als bloßes Mitmachen. Es geht um die Kreativität jedes und jeder Einzelnen. Ich plädiere für einen Ausbau der innerparteilichen Demokratie, bei der die Parteimitglieder in wichtigen Fragen nicht nur per Urabstimmung entscheiden, sondern in die Entscheidungsfindung einbezogen sind. Das könnte in den Grenzen des Wahlrechts auch bei Listenaufstellung zu Wahlen gelten. Wenn, wie es im Grundgesetz heißt, Parteien der politischen Willensbildung dienen, also alles andere als Selbstzweck sind, dann muss mit einer Mitgliedschaft mehr verbunden sein als satzungsgemäße Beitragszahlung und Zeitungsverteilen in Wahlkämpfen. Mir gefällt, was der italienische Linkspolitiker Niki Vendola gesagt hat. Die alte radikale Linke hat sich genauso überlebt wie die reformistische. Was ich will, ist eine neue, postideologische, pluralistische, populäre Linke, die sich vor allem auf das Neue, auf die Jungen und ihre Sprache einlässt. Das könnte auch ein Leitspruch für die Linke werden. Sie muss, wir müssen den Übergang, den nächsten Schritt von einer antineoliberalen Sammlungsbewegung hin zu einer modernen linken Partei schaffen, zu einer sozialistischen Partei. Dankeschön.